Das zählt jetzt nicht. Also ich finde ja, das sollte auch zählen, wenn ich ein Krankenhaus baue. Das ist ja besser als so eine publique Sanitätsstation. Warum sind die eigentlich so unzufrieden halt? Ausrüstung, klar, schlechtes Gesundheitswesen, gefährliche Arbeitsbedingungen. Ihr arbeitet gerade gar nicht. Aber ihr könnt eigentlich arbeiten, wenn ich ehrlich bin. Das ist okay. Kann ich nicht. Ich mache dann gleich mal die Zusatzration für Kranke. Gut, mehr Motivation ist gut. Eine kurze Schicht kann ich dann auch noch machen. Ich muss es ja nicht nutzen. Deswegen brauchen wir auf jeden Fall. Habe ich die hier voll ausgelastet? Ja, trotzdem. Stall ist schwerer, deshalb kriegt man das schwerer wahrscheinlich auch. In der Zwischenzeit könnte eigentlich auch nicht. Ich habe keine übrig. Könnte ich eigentlich Leute Kohle sammeln lassen. Okay, die Sanitätsstation ist eigentlich nicht notwendig, tatsächlich. Wenn ein paar schlauere Leute ihren Arsch hinhalten, ist es bestimmt effizienter. So. ...20 Leute, bitte. Noch kann ich sie mir leisten. Ich habe 10 Tage Zeit insgesamt. Gut. Jetzt brauche ich erstmal das hier. Oh, die blöde Maschinenwerkstatt endlich. So, und die Maschinenwerkstatt, was bringt das? Überladung. Erlaubt es, die Dampftauscher auf der Baustelle zu überladen, wodurch die Arbeiten im Generell beschleunigt werden. Jeder von ihnen kostet das. Das ist ja gar nicht schlecht. Aber ich mache jetzt mal die Sicherheitsverbesserung. Und das Ding brauchen wir ja auch noch. Ehrlich gesagt bin ich ein großer Freund von Arbeitssicherheit. Meint man vielleicht nicht, wenn man das hier sieht, aber ist es wirklich so. Ich finde, Arbeitssicherheit ist unglaublich wichtig. Okay, da könnte ich noch ein paar Warum wird ja eigentlich nicht gearbeitet? Mehr macht im Volk. Glaubt mir, die Leute wissen, wie man gewisse Dinge besser und sicherer machen kann, grinst einer. Wenn auch nicht immer billiger. Zeigt uns, dass du tun kannst, dann werden wir alle härter arbeiten. Oh, da fällt mir gerade ein. Kurze Schicht. Ihr hört mal auf hier. Eine Sicherheit finde ich gut. Differentialmaschinen finde ich auch nicht schlecht. Dann kann ich nämlich die Vorlagen machen. Dann spare ich vielleicht ein bisschen Stahl wenigstens noch. Und ich baue... ach so, ja, muss ich erst erforschen. Hat noch ein bisschen Zeit. Wie läuft es bei euch eigentlich? Ja. Könnte ich dann auch bald steigern. Ah, vielleicht.
Bauen wir mal solche Sachen ein bisschen. Damit ich zum Beispiel Essen ein bisschen lagern kann. Die Leute werden gesünder, das ist super. Die brauche ich jetzt. Druckventile. 10 Bauprofile. Wie viel haben wir? 5. Wir werden noch welche gebaut, das ist okay. Oh, wir haben immer mehr in der Palliativpflege. Keine Ahnung, wo genau. Hier gehen wir erstmal auf Essensration. Da überlege ich es mir noch. Tödliche Arbeitsbedingungen. Wo denn? Wir bauen erstmal das hier fertig. Okay, noch 20 Leute mehr. Können dann hier bauen. Und dann muss ich bald die. Oh ja, ich habe Obdachlose, richtig. Ist okay. Dass die Motivation immer sinkt, ist doof. Arbeit ein bisschen langsamer, ist okay. Giftgase, wieso? Naja, egal. Oh ja, hier sieht es ein bisschen übel aus. Oh, hat geklappt. Okay. Ratsplatz, Simulation der Arbeiter steigt täglich leicht. Streitliche Anzeigen der Nähe um 1. Die Instrument steigt leicht, sinkt leicht. Einige Ideen des Rats könnten negativ abrufen. Okay, wir bauen es trotzdem. Könnten wir das jetzt bald mal hinkriegen? Also 3 Stunden im Verzug, was? Tag 25, was muss ich denn jetzt alles noch bauen? Turmpumpen und Druckventile. Oh, sofort auf 4 Tage. Appell der Ingenieure. Wir wissen deine Bemühungen, die Arbeit zu motivieren, durchaus zu schätzen. Wenn sie jedoch zu viel Macht erhalten, wird unsere Autorität und Verantwortung gemindert. Bevor du dich in ihre Ideen aussprichst, musst du wissen, dass sie keine Abfallgeneratoren haben. Achtung, niemand ist unentbehrlich. Stimmt auch. Okay, ich brauche jetzt mal was gegen die Gase. Generator, Lüftungsanlage. Die brauche ich wirklich. Das ist hier
echt nicht mehr lustig, was hier passiert. Das ist eh schon oft tödlich. Bisschen Risiko ist immer. Baut man diese scheiß Lüftungsanlage. Ja, ich brauche mehr Stahl. Hier geht es mal auf Stahl. Okay. Muss ich ja nicht in die Nähe bauen. Ich will ja nicht, dass die eine erhöhte Streikgefahr haben. Streikt die etwa? Sind auf jeden Fall gefährliche Bedingungen hier. Wird das Ding ja bald mal fertig? Ich brauch das! Okay, das verringert auf jeden Fall ein bisschen die Gefahr hier, oder auch nicht. Immer noch gefährlich. Ach, Unzufriedenheit allein sorgt auch dafür. War mir nicht bewusst. Ich könnte auch mal auf Richtung Kohlemeiler gehen, dann wird das alles schon irgendwie. Ich habe noch 5 Arbeiter. Irgendjemand sind täglich leicht. Ach, verringert das Streikrisiko. Scheiße. Scheiße. Ah, Mist. Man sollte auch lesen, was da steht. Richtig lesen. Bin ich schon umgestellt? Ja. Ich brauche dringend Stahl. Und wenn die dann fertig sind, dann kann ich hier vielleicht bald auch mal. Ah, Streikrisiko ist tatsächlich gemindert. Jetzt wird es wahrscheinlich mehr. Nö. Ein Tag, okay. Zwei, was? Von einer Maschine verstümmelt. Die ist unverifiziert, weil die Arbeitssicherheitsgebäude gefährlich ist. Sehr einige Arbeiter wurden bei der Bedingung einer Maschine schwer verletzt. Angeblich kam es schon öfters zu Fehlfunktionen. Doch sie war zu wichtig und konnte deshalb nicht zu Wartungszwecken abgeschaltet werden. Oh, es ist bedauernswert. Hier hat doch gar keiner drin gearbeitet. Oder ist es hier passiert? Okay, kann ich vielleicht das Prothetikgesetz dann demnächst erlassen? Das wäre jetzt gar nicht schlecht, weil jetzt habe ich Palliativpatienten. Amputierte und die kosten halt einfach nur. Und ein paar Prothesen auf Vorrat sagen wäre nicht schlecht. Ich hab doch ein Prothetikgesetz irgendwo. Prothesenlieferung, genau. Was bringt das hier eigentlich? Medizinische Rückführung, Pflegeheim. Bewohner des Pflegeheims werden zurück nach London geschickt, wodurch Platz geschaffen und der Nachtbedarf gesenkt wird. Ja, aber das hilft mir aber auf Dauer nicht, außerdem kostet mich das. Und ich glaube, das ist auch nicht so schön, wenn die Leute
dann quasi zurückgeschickt werden, einfach nur, oh, jetzt brauchen wir dich nicht mehr. Die gute alte Schießbude, die Arbeiter im Spiel. Ja, steht. Yeah, Motivation finde ich gut. Okay, ich brauche eigentlich mehr von... Ach, ich brauche so viel mehr von allem. Manche Sachen brauchen einfach ewig, bis sie fertig sind. Aber hier kann ich jetzt eigentlich Leute drin arbeiten lassen. Oh, nur noch 16 Stahl. Oh, das ist angenehm. In 13 Stunden. Habe ich noch Bauprofile? Ein paar. Kann ich unzufrieden sein, irgendwie sagen? Arbeitsunfall. Ja, ich brauche was gegen Krüppel. Wie von diesen Dingern brauche ich denn eigentlich für einen Generator? 10 Dampftauscher, okay. Wie viel haben wir jetzt? Damit hätten wir es. Ich will dann tatsächlich ein paar Prothesen holen, dann können die Leute nämlich wieder arbeiten. Und so teuer waren Prothesen, glaube ich, auch nicht. Tag 25 habe ich Zeit. 2 Stunden vor Fälligkeit. Ja, ist okay. Kohle wird langsam ein Problem. Brauche ich dich eigentlich auch nicht. Ist eh schon noch gefährlich wie noch was. Sag mal, ich habe doch meinen Wecker gestellt, oder? Okay, kommt mir gerade so lange vor, dass ich spiele, aber nee, ist alles noch gut. Druckventile streikt. Ja. Ach ja. Klappt? Essen habe ich ja. Okay. Okay, dann hätte ich auch gern die besseren Ladestationen. Die ich schon eher machen können. Beziehungsweise den Holzkohlemeiler mal. Kann ich gerade nicht umstellen, okay. Morgen stelle ich das wieder auf Holz um. Was ist jetzt los? Haus der Krankheiten. Nee, heilt sie. Läuft sie eigentlich noch? Die gar nicht so schlecht, aber die braucht noch mehr. 9 Stunden pro Fälligkeit, also es läuft eigentlich gar nicht so schlecht. Zumindest gefühlt. Oh, immer noch nicht mehr. Okay, ich brauche Kosten 3. Ah, ist doch ein bisschen teurer als erwartet. Mehr Essen. Oh ne, warte mal, die Kosten. Die Kosten Dampfkerne, okay. Aber warte ich mal noch, ich will nicht meine letzten Dampfkerne ausschmeißen, wenn ich ehrlich bin. Läuft gar nicht so schlecht.
Dann habe ich ja die Leute wieder und dann kann ich ja auch wieder umswitchen ein bisschen. Woran arbeitet ihr gerade? Ach ja, Holzkohlemeiler. Ich glaube, damit kann ich mehr anfangen aktuell. Was mit dem hier? Dann stelle ich dich mal wieder auf Holz um. Stahl habe ich eigentlich erstmal genug. Wenn ich vor der Fälligkeit bin, finde ich das gar nicht schlecht. Mach den Holzkohlemeiler fertig. So. 33% mehr Kohle finde ich gut. Das war was für ein Holzkohlemeiler. Erzeugt enorme Hitze und verkohlt bis zu 70 Holz pro Standardarbeitstag. Ihr hört mal auf. Wenn Holz dann voll ist, kann ich auch wieder ein paar Profile in Auftrag geben. Oh, die sind fertig. So, was brauchen wir als nächstes? Kostet Holz, aber das haben wir ja eigentlich. Was ist los? Nie vergessen. Hat Helfer Ingenieure können. Ingenieurs, Boss, der Arbeiterrat möchte den Jahrestag des Brotaufstands in Edinburgh feiern. Die Arbeiter sollten den restlichen Tag frei bekommen, um ihre Kameraden zu gedenken, die von der Armee getötet wurden. Die Ingenieure sehen das jedoch anders. Es mag sein, dass sie von den Kugeln getötet wurden, aber eigentlich war die globale Abkühlung für die Ernteausfälle, die Hungersnot und die Aufstände verantwortlich. Wenn wir den Opfern wirklich gedenken wollten, sollten wir besser weiterarbeiten, damit kein Ratterrechte wird. Nein. Ihr dürft gerne feiern nach Feierabend, gerne. Ich würde auch sogar bereit sein, euch Essen ein bisschen zu spendieren, aber so geht's eigentlich gerade nicht. Okay, ich brauche diese Dampftauscher dringend. Okay, ein paar Leute mehr müssen wir jetzt haben. Und dann würde ich gerne langsam mal in die Richtung so, weniger amputiert auf jeden Fall schon mal. Holzkohlemeiler schön, Gebläse ist auch schön, aber ich brauche wenigstens zwei Stück davon. Oh, den könnte ich auch machen. Brauchte der... Erstmal die Wildbeute. Essen läuft noch aktuell viel zu gut. Ich brauche es aber auch gerade nicht. Hat sich erledigt. Der Betrieb arbeitet mal rund um die Uhr. Ist okay. Holz wird es nicht mehr ganz so schlimm sein demnächst. Rohstoffdepots brauche ich trotzdem mehr. Mal ein bisschen Kohle ein bisschen auf Vorrat anlegen. Das werden wir wahrscheinlich brauchen, bin ich mir ziemlich sicher. Diese scheiß Giftgase. Arbeit, Rohstoffe. Mehr Stahl, mehr Holz.
Und die Rohstoffe, die wir hier in der Umgebung haben, würde ich tatsächlich... Oh, wir haben weniger Palliativpatienten. So, Wildbeutel passt. Das reicht dann erstmal. Brauche ich gerade noch nicht. Auch die... Ah, die braucht dann schon zwei. Das kann ich mir aktuell eh nicht leisten. Also... Gehen wir schon mal in Richtung Gießerei. In die Giftgase kann ich jetzt eh gerade nicht viel machen. Stahl, Holz, Kohle, noch mehr Essen. Vier Stunden in Verzug, okay. Ihr müsst die Dinger jetzt fertig bauen. So. Generator, Turmpumpen. Ihr hört mal hier auf. Tag 25. Ja, ich bin schon wirklich im Verzug, kann ich nicht anders sagen. So. Bei Arbeit kann ich eigentlich noch was machen. Aber da können ich kürzere Schichten 10% effizienter, kürzere Schichten sorgen für etwas unzufrieden, als die uns wird stark nicht an. Motivationsräte, stärkere die Motivation, die Ideen der. Keine negativen Auswirkungen mehr, die man jetzt stark nicht an. Oh, ja, okay, gut. Das finde ich gut. Gute Effekte. Was ist das hier eigentlich? Ah, Generatorkonstruktion für sich. Ich überlege nur gerade, ob ich von irgendwo noch Leute abziehen kann.